Hallo Leute. Ja, wir können jetzt nicht dieses bekannte Hallo Leute machen, weil wir machen heute unseren ersten Vlog. Huhu. Wir wissen nicht, ob man das so gut sehen kann, weil wir filmen nicht mit einer Vlogging-Kamera, sondern mit einer GoPro. Das sagt auch mal was. Ja. Wir müssen zur U-Bahn fahren. Also, was? Wir müssen zum U-Bahnhof Frankfurt Allee. Ja, weil wir, was haben wir heute vor, Spätz? Wir wollen das, was du in der Hand hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du das sehen kannst. Also wir müssen es. Scheiße. Wir müssen. Ich bin echt gut. Aber ich habe es erst seit ein paar Tagen. Und benutze es auch erst seit 4 Tagen, glaube ich. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich in Fußballklamotten bin. Nee, Spaß. ich komme gerade vom Training. So. Ja, vom Fußballtraining. Also ja, ich bin beim Fußballtraining. Wow! Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht das Mikrofon gesehen, weil es sehr komisch ist. Ist ja auch egal. Weil ja. Es komisch ist. Okay. Ja, dann sehen wir uns. Und übrigens, ich habe so einen kleinen Fidget Spinner. Ich weiß nicht, ob ihr so einen kennt. Der wurde auch schon einmal kaputt gegangen. Ich habe ganz normal gespinnt. Und dann ist dieses rote Teil hier abgefallen. Einfach so. Und ich werde mir wahrscheinlich, wenn ich besser bin, einen besseren Spinner kaufen. Achso ja, es gibt noch eine Information über unseren Kanal. Wir bringen oder wir versuchen jede Woche ein Video mindestens rauszubringen. Ja. Wenn es für euch okay ist. Schreibt mir in die Kommentare, wie oft ihr ein Video von uns sehen wollt oder ob ein Video in der Woche für euch okay ist. Also wir fahren auch, wir drehen das, schätze ich. Also wir machen noch einen anderen Vlog. Ja, aber. Danzig, Polen. Ich hoffe, Polen. Also Polen. In Polen ist Danzig. Und wir fahren halt nach Danzig. Ja, und das ist aber auch nur mit uns. Also, wir wissen nicht, ob Canella mitkommt. Aber eigentlich war es nicht geplant. Aber vielleicht überredet sie ihre Eltern ja noch. Und wir können nichts dafür, dass Canella so oft fehlt in unseren Videos. Wir können einfach nichts dafür. Was sollen wir denn machen? Ich meine, was sollen wir machen? Was können wir denn dafür? Ich meine. Wir sehen uns nach dem Einkauf wieder. Tschüss, bis gleich. Hallo. Also, wir sitzen jetzt hier an der U-Bahn-Station. Wir müssen noch 4 Minuten warten, das ist voll kacke. Und wenn dann so, gucke ich gerade hin auf die Anzeige, gucke ich gerade. Wow. Jetzt wissen die, wie viel Uhr es ist. Egal. Oh, sorry. Und das Blöde ist, der Laden macht ja schon um 21 Uhr zu. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen eilen. Und was ich sagen wollte, wir sind ja so geschminkt, ne? Ist ja klar. Und die Leute, die gucken uns immer so komisch an. Und einer, am Kiosk, der hat gesagt so, wo wollt ihr denn hin? Wir dachten uns, okay, es war so peinlich. Sag du doch auch mal was. ich finde es kacke, dass wir so lange warten. Hey, 3 Minuten noch. Naja, aber guck mal auf die Uhr. Bis 20 Uhr, weißt du, 20 Uhr. Ich meine, klar, 21 Uhr. Aber, Leute, aber ich hoffe, wir schaffen das und noch. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Wir gehen das da kaufen für seinen Freund, weil der wünscht sich das zum Geburtstag. Grüße an dich, wenn du das hier siehst. Ich hoffe mal. Ich kann den zwar nicht, glaube ich. Also, das Video wird früher rauskommen, aber wir sagen mal für dich. Herzlichen Glückwunsch. Vorträglich. Herzlichen Glückwunsch. Wir könnten jetzt eigentlich singen, aber hier sind so viele Leute. Und deshalb ist es peinlich. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, keine Ahnung. Wie heißt, ich will nicht deinen Namen sagen. Happy birthday. Aber du wirst es wahrscheinlich wissen. To you. So, und wir müssen noch 2 Minuten warten. Und er kauft sich auch einen Fidget Spinner. Warum? Ich weiß nicht. Irgendein Spinner auf jeden Fall. Hat nämlich noch keinen. Jetzt hat er es tot. Auf das. Okay, dann bis. Also tschüss, bis später. Gleich. So, hi Leute. Wir sind wieder vom Laden zurück. Nee, und wenn der Soundkarten ein bisschen schlecht ist, nichts dafür, wir waren das Mikrofon ist in seiner Hand und wir sind gerade draußen. Das hat halt so einen Vlog an sich. Und yes, wir haben es noch geschafft, bevor Dings
21 Uhr. Wuhu. Ich bin jetzt happy. Und es ist so heiß. Und das hier ist sein Spinner. Und wir zeigen jetzt nicht den Spinner seines Freundes, weil... Also wenn das wirklich ist, dann können wir Sache schreiben. Aber ja. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich glaube, er will es nicht. Also... Ja, weil er soll ja nicht sein Geburtstagsgeschenk sehen. Und ja. Zeig mal, wie du spinnst. Ja, warte, ich nehme mal. Ich bin nicht gepumpt. Was? Ich bin. So, mal sehen. Teste deinen Spinner. Er ist so ein kleiner. Ja, schon balanciert. Schlau. Toll. Also, ich meine, lass mal aus. Also, lass mal nicht drehen. So, guck mal. Meiner ist halt auch so ein kleiner, aber hier dieses Ding ist anders, weil guck mal, meins ist so glatt und seins ist ein bisschen fein. Und seine Kugeln sind kleiner, falls man das sehen kann. Ja. So, okay. Das ist etwas hier. Umständlich, aber naja. Übrigens, wir kommen vielleicht gerade. Also, ihr werdet vielleicht die Umgebung erkennen. Ratet in den Kommentaren, wo wir wohnen. Vielleicht erkennt ihr es ja an der Umgebung. Und ja, wir werden jetzt nach Hause gehen und den Vlog eigentlich damit eigentlich wahrscheinlich auch beenden. Deshalb, das Kind, er hat einen Kronkorken getreten. Nee, Spaß. Und ja, das war jetzt nicht so ein richtiger Tagesvlog, sondern einfach nur, wie die Spinner gekauft haben. Und beim Danzig werden... Wird halt das ein etwas längerer Vlog, weil wir werden jeden Tag vloggen und das, wir also werden die Kamera überall hin mitnehmen, außer wir filmen halt da nicht, wo wir gerade nicht filmen können. Dürfen. Ja, und ich wollte auch noch was sagen, also es tut uns wirklich sehr leid, aber wir können halt in den Sommerferien wirklich nichts hochladen. In den Sommerferien? Achso, ja. Ich bin nicht da. Doch, vielleicht. Also ich bin nicht... Nein, okay, wir werden es nicht hochladen, aber wir werden es in den Sommerferien vielleicht drehen. Ja, ich fahre... Vielleicht in der letzten Woche. Ich fahre nach Russland und da vlogge ich eigentlich. Also ich... Vielleicht ich, ja alleine doch, da. Doch, doch, ich werde vloggen eigentlich. Ich glaube schon, weil... Guck aber mal. Doch, ich werde vloggen. Weil, guck doch mal, Leute, wenn man jetzt... Ich schreibt in die Kommentare, ob ihr in Russland vloggen soll. Ja, wir stehen jetzt hier, weil wir... Nein, hey, du läufst von mir weg. Außerdem ist hier der Sound. Schade. Und außerdem, wir bleiben hier stehen, damit wir hier in Ruhe das Video beenden können. Und dann können wir gleich nach Hause gehen. Und ich würde mal sagen, wir haben alle wichtigen Informationen gesagt. Vielleicht auch nicht, dann werden wir im nächsten Video sagen. Schreibt unsere ganzen Sachen, die wir wissen wollen, in die Kommentare, die wir gesagt haben. Dass ihr die in die Kommentare schreiben sollt. Und ich weiß noch was, als wir da in dem Laden waren, ich sage jetzt nicht den Namen, wo wir die Spinner gekauft haben, da hat die Kassiererin gesagt, ihr seht irgendwie gruselig aus. Ich musste fast lachen, aber egal. Hä? Egal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Video. Hier irgendwo wird noch ein Video von uns verlinkt. Und die Leute gucken uns wieder blöd an. Na egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal oder bei unseren anderen Videos. Ciao, ihr Leutis. Ja, genau, warte. Jetzt beide. Ey. Tschüss.